regulär. Ich war davor auch mal feiern. Ich habe ein ähnliches Problem wie Falk, weil ich habe keine Tattoos, keine Piercings. Wenn ich in Berlin feiern gehe, denken die Leute auch, ich bin ein schlecht getarnter Zivilfahnder. Und bin letztens dann frustriert nach Hause gegangen, habe mich in die U-Bahn gesetzt und da kam dann eines der Mädchen, das mir drin noch aus dem Weg gegangen war, hat sich auch in die U-Bahn gesetzt und habe mir gedacht, okay, here we go, zweite Chance, my time to shine. Und habe dann so mein Programm gestartet, das ich für diesen Fall immer habe. Schritt eins ist erstmal, dass ich mir so durch die Haare fahre und in die Ferne schaue, in der U-Bahn. Schritt zwei ist, dass ich so tue, als würde ich zum geilen Song auf meinem MP3-Player abgehen. Ja, eigentlich TKKG-Hörbücher. Und wenn das nicht klappt, habe ich mir letztens diese App runtergeladen, Fake Call, dass ich jetzt so einen Fake-Anruf bekomme. Das Ganze läuft dann so ab, ich sitze da ganz entspannt. Ja. Hi Mama, hab dich auch lieb, ja? Ich bin Single, ja. Ja, ja, seit Schluss gemacht, weil wir zu viele gute, lange Gespräche hatten. Ja. Nicht jede Frau mag einen Typ, der zuhören kann. Ich habe ein festes Einkommen, ja. Also das kommt monatlich rein. Ich habe jetzt extra auch einen zweiten Job angefangen für einen feministischen Online-Blog. Das ist krass, wie sehr mich die Probleme der Frau im 21. Jahrhundert beschäftigen. Ich habe letztens einen Artikel geschrieben über Fuckboys. Das sind so Typen, die Sex aus Spaß haben. Ich könnte niemals mit einer Frau schlafen ohne eine wahrhafte, emotionale und spirituelle Verbindung. Ja. Ich bin mit mir selbst im Reinen, ja. Mein Körper ist ein Tempel, ja. Ich bin dieses Sternzeichen, das mit allen kompatibel ist. Genau. Fischotter, richtig, ja. Ich wollte mich bei dir noch bedanken, dass wir wirklich keinerlei Erbkrankheiten haben in der Familie. Das ist total angenehm. Schade, dass Opa jetzt letztes mit 104 gestorben ist, aber toll, dass er bis zuletzt volles Haar hat. Also, ein interessanter Mann. Ja. Weißt du noch, wie bei meiner Geburt die Ärzte gedacht haben, dass ich zwei Nabelschnüre habe? Die Auflösung war dann eine Erleichterung für alle. Ja. Ich muss jetzt Schluss machen, ich bin gleich beim SOS Kinderdorf. Ich bringe da den Kindern Lesen und Schreiben bei, aber im Grunde sind sie es, die mir immer wieder was beibringen. Hab dich lieb, Mama. Ciao. Ja. Das ist so meine Strategie. Danke.